Wer seine Griffkraft trainiert, bekommt nicht nur schön durchtrainierte Unterarme. Bei vielen Übungen kann eine zu geringe Griffkraft der Grund sein, wieso du dich vom Gewicht nicht steigern kannst oder die Übung vorzeitig abbrechen musst. Es gibt zum Beispiel Fat Grips, spezielle Block Weights oder auch Griffkrafttrainer. Heute schauen wir uns aber an, was du mit dem Standard-Equipment machen kannst. Vorher kurz Anatomie. Es gibt über 30 verschiedene Muskeln im Bereich deiner Hände und Unterarme, die zusammenarbeiten müssen. Stärken müssen wir also die Unterarmflexoren und auch Extensoren, aber auch die Muskeln direkt an Fingern und Daumen. Mein erster wichtiger Tipp, fang an beim Greifen, deinen Daumen zu verwenden. Oft ist zu beobachten, dass gerade bei Rückenübungen der sogenannte Affengriff zum Einsatz kommt. Heißt, der Daumen umschließt den Griff nicht, sondern wird zu den anderen Fingern wie so ein Haken einfach nur aufgelegt. Lass also den Daumen mitarbeiten, denn auch das verbessert mit der Zeit deine Griffkraft. Trainier deine Unterarmextensoren, nimm zum Beispiel eine Langhantel und dreh, bis die Muskeln brennen. Auch in die andere Richtung, um die Unterarmflexoren zu stärken. Mein persönlicher Geheimtipp, nimm eine Langhantel mit ordentlich Gewicht, kreis sie einhändig fest umschlungen genau in der Mitte und nun hebst du sie an und hältst sie für gute 10 Sekunden.